Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unity. Wir sind heute tagesaktuell, bedeutet im Endeffekt, diese Folge soll in 1,5 Stunden rauskommen. Deswegen wird es auch keine extreme XXL-Folge, sondern es wird halt eine schöne Folge. So. Husten. Wir sind gerade eben schon wieder gestorben, weil die Leute mich wieder in der Wand eingebaut haben. Ich habe irgendwie einen Trend damit ausgelöst, dass die Leute mich umbringen wollen. Das passiert jetzt halt immer wieder. Schade. Aber, ja, ist halt so, nicht? Und hier ist irgendwie auf dem Concrete zu laufen gar nicht so chillig. So, runterfallen. Husten. Husten ist immer wichtig. Ja. Ich glaube... Jetzt bin ich gerade überlegen. Sollen wir kurz nach der Query gucken? Beziehungsweise nach unserem Miner. Ja, ich glaube, wir gucken kurz nach dem Miner. So. Ab ins Deep Dark. Da steht nämlich unser Miner. Und dann sollten wir den Chest Mover gerade mal damit tauschen. Genau. Denn den Gang laufen wir schneller mit einem Glieder in der Pfote. Nein, tun wir nicht. Wir können uns aber wegschießen. Butch. 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 Und hallo, liebe... Digital Miner. Okay, der ist leer geräumt. Das ist in Ordnung. So. Ich werde den Digital Miner heute mal verwenden zum Spaß. Zum Spaß, genau. Zum Spaß für ein paar Baustoffe. Und zwar brauchen wir Marble und Basalt. Und das werden wir gleich mal kurz holen. Aus der Mining World. Husten, meine Damen und Herren, husten. Mann, die Mucke macht gute Laune. Es ist einfach so. Das war jetzt gerade irgendwie komisch. Warum sind wir hier gelandet? Egal. Darüber. Und dann schauen wir jetzt mal nach Basalt und nach ein bisschen mehr Zeug. Wir können ja direkt hier aufstellen, ist ja egal. Wir bauen ja, wir machen ja den Filter jetzt gerade mal kurz hier leer. So, wenn ich jetzt Marble suchen wollte. Marble. Da. Raw Marble. Raw Marble. Raw Marble hat er irgendwie. Stone Marble. Stone Marble, okay. Stone. Marble, okay. New Filter, nicht mal 3D. Config, New Filter, Ordict, Stone, Marble. Safe. So, da haben wir jetzt Marble. Dann müssen wir kurz nach Basalt gucken. Nach Basakt. Basalt. Am besten auch den Stone Basalt ist das dann, okay. New Ordict, Stone. So, auch das haben wir. Gar kein Problemo. So, dann haben wir unsere Storage Crate hinten dran. Und scannen mal ganz kurz von hier aus direkt nach dem Zeug. Müssen wir kurz hier. Katze, wundervoll. Wunderbar, starten wir. Haben ein bisschen Basalt und so Zeug dabei jetzt. Das ist sehr gut. Das werde ich nämlich gerade zum Anfang brauchen fürs Bauen. Müssen wir jetzt hier kurz noch ein Ding aufstellen, ist jetzt die Frage. Ich stelle zur Sicherheit mal eins auf, ein Schild. So. Katze. So. Dann wissen die Leute auch, dass der von uns ist, nicht, dass der auf einmal abgebaut wird, ohne dass es dafür einen gewissen Grund gibt. Das Schöne ist, der sucht halt und klaut keinen anderen Leuten irgendwas, weil wir ja sowieso relativ flott die 2000, 3000 daherfahren. Gut, das soll er jetzt gerade mal machen, das ist super. Denn wir wollen natürlich irgendwann auch mal im Hausbau anfangen von unserem Energy-Ding drüben. Und wir wollen natürlich auch noch irgendwo wohnen.
Und da unser Kraftwerk ja hier hinkommt, würde ich gerne hier oben auf den Berg ziehen. Das ist mir so aufgefallen, dass hier ein kleines Bergchen steht, das ich ganz cool finde. Upsala, auf das ich anscheinend gar nicht richtig drauf komme. Sehr, sehr produktiv auf jeden Fall. Yeah. So, den können wir ja abbauen. Und hier können wir mal gerade ein bisschen flatten. Auf Bergen bauen ist immer eine hübsche Geschichte. Weil man kann in den Berg reinbauen. Das ist immer ganz chillig. Und wir haben unten Wasser. Bedeutet im Endeffekt, wir können jeden Tag schön nass rufen. Ist auf jeden Fall ein Kaufschlager für mich. Ein absolutes Kaufargument für das Haus hier. Ja, ja. Ei, ei, ei. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich irgendwie, irgendwo heute noch ein Hausbau streamen. Beziehungsweise nicht heute, sondern die nächsten Tage irgendwann wahrscheinlich vermehrt auch Hausbauen. Aber wir müssen halt irgendwie erstmal anfangen. Und das bedeutet, wir müssen hier zum Beispiel das Zeug mal abbauen vorher. Oh, unser Inventar ist voll. Oh ja, ich sehe es. Wir haben übrigens einen Magnet gemacht. Wer den Stream verpasst hat, weiß es nicht. Der sollte den Stream eventuell noch nachgucken. Der ist online. Da fällt mir gerade auf, ich muss da noch Werbung draufschalten. Das vergesse ich immer. Das ist nämlich nicht automatisch gemacht. Das mache ich immer noch nachträglich. Das funktioniert auch ganz gut so. So, es wird Nacht. Es wird dunkel. Im Dunkeln habe ich Angst. So. Oh, wir haben hier nur den oberen Teil abgesäbelt. Den unteren wollen wir natürlich auch haben. Was brauchen wir denn hiervon zum Beispiel nicht? Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht, theoretisch. Das ist alles das Zeug, was jetzt noch da ist, okay. Aber wir haben hier ja schon einigermaßen gut wegrasiert, das Zeug. Eine Etage gehen wir noch runter und dann passt die Geschichte hier. Und können hier dann auch irgendwann mit unserem Hausbau beginnen, richtig? So, so, so. Die Frage ist halt, welchen Stil ich diesmal anstrebe, weil ich habe ja eigentlich normalerweise immer einen einfachen Stil. Für Häuser, relativ dicke Zwischenwände, große Fenster. Mal gucken, was wir dieses Mal machen. Vielleicht machen wir auch dieses Mal eine komplette Hausfassade, eine komplette Fensterfassade. Das kann ja alles passieren. Wir dürfen hier leider gerade nicht shiften, das ist das Problem. Da sind noch keine Fenster drin, oder? Doch. Manu! Oh, ich glaube, ich habe den Leuten jetzt gerade das Inventar vollgeballert. Amaxadius, Amaxanto, das tut mir sehr, sehr leid. Mehr oder weniger. Wupp, 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 wupp. Alles da rein, schmeiß sie rein, schmeiß sie's rein. Was? Oh, die Truhen sind voll. Hat sehr Truhenputt gemacht. Alles voll? Es sieht nur noch aus. Das ist natürlich praktisch für uns. Das bedeutet nämlich, alles ist voll. Das ist toll. Juhu. Wir haben halt auch extrem viel Redstone zum Beispiel. Jetzt 11.000 Redstone und haben nichts in Blocks angelegt oder sowas. Deswegen, lass uns mal ganz kurz hier ein paar Blocks craften. So, das müsste erst einmal eine Ladung rausgeben hier. So, dann machen wir hier kurz das Rezept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Da müsste dir wieder ein bisschen Platz entstanden sein in den Truhen. Gehe ich mal schwer von aus. Ja. Ist es.
So, da ist jetzt wieder richtig schön Platz. Das ist sehr gut. So, haben wir Toast noch? Solange bis Christinas Lasagnenlieferungen mal richtig ready sind. Okay, wir haben kaum noch Toast. Ja, beschäftigte Menschen, die wollen wir nicht aufhalten. Ab in die Mining World. Baumstamm. Was ist das denn? Oh, wow. Okay. Miau. Flup. Let it burn. Hey, ich dachte, es ist always night, always day hier drin. Da haben wir schon Marble gefunden? Wir haben auch schon Marble gefunden. Wundervoll. Bedeutet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, der Wunderbar ist wunderbar. Dum, dum, dum. Oh, wir brauchen noch einen Chisel. Fällt mir gerade ein. Am besten einen Eye-Chisel. Der ist ein bisschen intelligenter. Wuhu! Eye-Chisel. Normaler Chisel brauchen wir zuerst. Davon einen zu craften ist überhaupt gar kein Problem. Eye-Chisel hinterher. Aber auch gar kein Ding. So, dann brauchen wir noch vielleicht ein Dia. Ja, dich brauche ich, genau. Danke sehr. Erstmal wegfliegen. Und zwar zu unserem Haus. Beziehungsweise zu dem Teil, der nachher unser Haus werden soll, da oben. Wir werden hier unten nämlich auch noch was bauen. Böser Creeper. Geh dich verbuddeln. Nein. Böse. Hi, was geht? Ich bin Katze. Du kannst mal ganz schnell explodieren, bitte. Okay, der geht hoch. In Regeln steht, Creeperlöcher werden gestopft, aber hier wird ja sowieso nachher das Haus hingebaut und der Teil wird hier natürlich dann mit assimiliert, ist gar keine Frage. Jetzt ist gerade die Frage, muss ich mir das wirklich die ganze Zeit anhören, dieses Klimpern? Ich habe halt nichts für eine Truhe dabei, also machen wir einfach hier das Ding aus. Das ist viel einfacher. Ist da irgendwas dabei, was wir brauchen können? Ich glaube nicht, nee, da ist nichts dabei. Völlig bedauerlich. Steht das Ding momentan auf Wayne? Ja, es stand auf Wayne. Okay, gehen wir mal auf Fast, denn wir müssen hier ja ein bisschen Boden ausheben. So, lass mal den Teil hier weg. Den Teil hier weg. Alles noch so, dass es theoretisch von unten nicht sichtbar ist, dass hier momentan ein Boden drin liegt. Das wird vielleicht noch irgendwie geändert, aber... Das halt erstmal so. Ey... So, kurz einmal hier außen rumbuddeln. Wir werden dann gleich gucken, wo sich das auch wirklich lohnt, irgendwas zu tun. Ah, so. Dahin. Ah, ich habe die ganze Zeit mit meinem Schwert gekämpft, obwohl ich den Disassembler habe. Ist natürlich dämlich. Der One-Hit nämlich vieles. Das ist natürlich doof. Naja, ist halt leider so. Ist halt den ganzen Tag Nacht, ey. Warum ist denn die ganze Zeit Nacht eigentlich? Also ich lege mich mal kurz hin, damit es nicht die ganze Zeit Nacht ist. Müsste eigentlich schon reichen, wenn ich liege, oder? Sind wir mittlerweile zu viele? He's now sleeping. Wie wäre es, wenn ihr auch sleeping geht? Also jetzt nicht ihr vorm Rechner, sondern wenn das Ding. Hey! Thank you.
So. Thank you, please. Lol. Okay, ja gut. Das ist eine wörtliche Übersetzung aus dem Deutschen. Bitte? Please? Okay. Also, können wir hier oben ein bisschen im Hellen weiterbauen. Ich hätte auch Sachen ablegen können gerade. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich eine böse Katze bin. Hier mal kurz durchrasieren. Ich glaube, ich habe die Block-Sounds immer noch deaktiviert, oder? Die würden wir hören, wenn ich jetzt hier dieses Block-Sounds anhätte auf 20. Ja, dann würdet ihr das Rasieren hören. Ah, schön wegrasiert hier. Hau doch einfach Dias in Crusher. Das ist alles, was ich von ihm möchte, dass er Dias in den Crusher haut. Also das ist ja jetzt kein Hexenwerk da. Wenn du was nicht hast, dann baust du es, wenn es dir fehlt. What the fuck? Verwirrt. So. Das ist jetzt momentan das, was wir haben. Hunger haben wir auch. Und nicht nur im Spiel, auch im Real Life habe ich gerade Hunger. Aber wir machen trotzdem noch die Folge hier. Und dann gehe ich eventuell mal kurz auf Futtersuche. Erstmal brauchen wir den Eye Chisel. Mein Inventar ist komplett überfüllt. So, Eye Chisel. Und jetzt gucken wir mal gerade, was wir für Boden wollen. Ich glaube, ich gehe auf den Boden am Anfang. So, bedeutet das Ding darüber. So, dann maxen wir hier mit der 3 aus und dann hauen wir hier mal ganz kurz das Ding durch. Drei, vier, fünf. So. Ganz in die Täschchen höher gelegt. So. Ah, es hat sogar weit gereicht. Sehr schön. Haben wir theoretisch Etage 1 mal fertig. Es wird auch nicht besonders weit nach oben gehen. Es wird nur ein kleines Haus und theoretisch der Berg die Base an und für sich. Nach unten hin. Hier oben kleiner Eingangsbereich. Schaffi! Tote Schaffi. So. Haben wir noch ein Sign dabei? Ne, haben wir nicht. Haben wir weggeworfen, glaub. Ja. Aber... Das hier, Menschen, ist der Anfang vom Ende für unser Haus. Und dann fliegen wir mal ganz kurz rüber. Und würde ich an dieser Stelle einfach mal eine Abmoderation starten. Bedeutet im Endeffekt, sehr verehrte Damen, Menschen, Tiere und Doktoren, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann tut irgendwas. Ist mir eigentlich relativ wurscht. Schreibt einen Kommentar, Fischi. Das freut mich immer. Und dann sind wir alle glücklich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht ihr es gut bis dahin. Erstmal schaut bei den anderen Leuten in der Videobeschreibung und noch vorbei. Da sind ein paar nette Folgen bei den Leuten momentan online. Gerade bei Xadius und Xanto könnt ihr vorbeischauen. Die machen immer relativ viel. Bei Christina gibt es eine Menge Leute, RGB-Pixel und so weiter. Die beschäftigen sich mit dem ME-System. Da seid ihr auch einige Basen Profis geworden im Laufe der Zeit. Deswegen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut. Bis dahin. Erstmal ciao. Throw your cranes up.